Das Trainingslager des ÖFB-Frauennationalteams in Marbella endet mit dem zweiten Teil des Länderspieldoppels gegen die Schweiz. Das Team von Dominik Thalhammer konnte in der Generalprobe für das wichtige EM-Quali-Spiel gegen Frankreich leider kein positives Resultat mitnehmen. In der bitteren 1:2-Niederlage präsentierten sich die Schweizerinnen aggressiver und sorgten früh immer wieder für Gefahr im Konter. Ich denke, wir haben erste Halbzeit ein paar Probleme gehabt, ein bisschen reinzufinden, haben das dann cleverer gelöst zum Ende hin. Und ich denke, wir haben uns dann im Spiel gut darauf eingestellt, dass sie uns höher pressen, haben dann gute Lösungen gefunden, aber schlussendlich nicht über volle 90 Minuten. Und das kann gegen so eine Mannschaft auch in einer Niederlage enden. Bereits in der 8. Minute wird ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger zu einer Glanzparade gezwungen, kann beim Abstauber von Anna-Maria Kronogorcevic aber nichts mehr machen. Die Österreicherinnen kommen zwar immer wieder zu Chancen, sind aber auch gegen die Tempo-Gegenstöße anfällig. Zu einer klaren Abschlusschance kommen die Schweizerinnen vor dem Wechsel jedoch nicht mehr. Stattdessen fällt in der 42. Minute durch Sarah Puntigam der Ausgleich. Dominik Thalhammer stellt dann in der Halbzeit um und findet dadurch eine Lösung gegen das Konterspiel der Schweizerinnen. Wir haben einfach viel aggressiver gespielt, wir haben die Zweikämpfe besser angenommen. In der ersten Halbzeit waren wir oft einen Schritt zu spät, das haben wir dann in der ersten Halbzeit einfach besser gemacht. Und ja, haben probiert unser Spiel zu spielen und weniger lange Bälle. Und ja, uns einfach nicht vom Gegner rausbringen lassen, und ich glaube, das haben wir dann ganz gut umgesetzt. Österreich kommt in der zweiten Hälfte zu mehreren Top-Chancen, scheitert aber immer wieder an der eingewechselten Elvira Herzog im Schweizer Kasten. Ja, ich würde sagen, eine sehr bittere Niederlage. Also ich würde mal so behaupten, dass wir zweite Halbzeit eine Klasse besser waren als die Schweiz und verlieren aber 2:1 und haben aus meiner Sicht sogar die besseren Torchancen als im ersten Spiel gehabt. Und umso bitterer fällt das Fazit aus. Aber ich würde mal so sagen, dass Schweiz auch um eine Klasse effizienter ist als wir. Und so selbstkritisch muss man sein. Und finde vor allem auch die letzten 10 Minuten, so darf man natürlich auch nicht dann agieren. Also waren sehr, sehr viele unnötige Fehlpässe und da hat man den Gegner noch ein bisschen stärker gemacht. Das Problem ist, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Dass es lange 1:1 steht, und ich glaube, dass wir am Ende einfach ein bisschen nervös werden, unkonzentriert, Fehlpässe spielen und dadurch den Gegner einladen zum Sieg, und so war es leider, und es ist einfach nur frustrierend, weil heute mehr drin gewesen wäre. Die Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit. Kirchberger legt Irina Pandor im Strafraum und Kronogorcevic trifft zum 2:1 Sieg für die Eidgenossinnen. Es ist natürlich schon so, dass man mit einem guten Ergebnis mit einem anderen Gefühl gegen Frankreich spielen kann, aber inhaltlich waren schon einige sehr, sehr gute Dinge zu sehen. Aber Frankreich ist natürlich auch nicht schwächer als Schweiz, sondern auch nochmal eine 1 bis 2 Klassen stärker. Und da muss halt alles stimmen, und wenn wir an dem Tag was holen wollen, müssen wir auch unser absolutes, volles Potenzial ausschöpfen. Und das haben wir heute in der zweiten Halbzeit zumindest 35 Minuten sehr, sehr gut getan, in der ersten Halbzeit auch zum Teil und die letzten 10 Minuten einfach nicht, und dann reicht es halt auch nicht. Das Frauennationalteam ist guter Dinge, die richtigen Schlüsse aus dieser Niederlage zu ziehen, und blickt optimistisch auf das EM-Quali-Duell gegen Frankreich.